Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag heute hier in dem Seminar der Heilige Geist und seine Führung. Heute erkläre ich Kapitel 14. Für die Wahrheit lehren, Römisch 3, die Entscheidung für die Sündenlosigkeit, Absatz 12. Ich lese erstmal den Absatz vor. Willst du die Wahrheit der Entscheidung Gottes verleugnen und deine erbärmliche Einschätzung deiner selbst an die Stelle seiner ruhigen und unerschütterlichen Wertschätzung seines Sohnes setzen? Nichts kann Gottes Überzeugung von der vollkommenen Reinheit all dessen erschüttern. Was er erschaffen hat, denn es ist gänzlich rein. Entscheide dich nicht dagegen, denn da es von ihm kommt, muss es wahr sein. Frieden weilt in jedem Geist, der still den Plan annimmt, den Gott für seine Söhne aufgestellt hat und der seinen eigenen aufgibt. Du weißt nichts von der Erlösung, denn du verstehst sie nicht. Triff keine Entscheidungen darüber, was sie ist oder wo sie liegt, sondern frage den Heiligen Geist alles und überlasse alle Entscheidungen seinem sanften Rat. Ja, wir sind jetzt hier mit der Vorlesung erstmal am Ende angekommen und versinken uns etwas im Geist und lassen das ein bisschen im Geist sinken, sich ausdehnen. Ja, kommen wir zur Erklärung dessen. Also Absatz 12. Willst du die Wahrheit der Entscheidung Gottes verleugnen und deine erbärmliche Einschätzung deiner selbst an die Stelle seiner ruhigen und unerschütterlichen Wertschätzung seines Sohnes setzen? Das heißt also, wir gehen immer hier im Geist, im Denksystem des Egos hin und orientieren uns an die Außenwelt, wissen aber in dem Moment nicht, dass es eine Projektion ist. Der Geist versucht sich dann an das Außen zu orientieren und sich aufgrund der äußeren Situation selber zu identifizieren, also zu sagen, ich bin der und der in dieser und jenen Situation und verhalte mich gerade so, also reagiere so auf diese Situation. Da sagt uns aber jetzt hier der Heilige Geist, das ist eine erbärmliche Einschätzung deiner selbst. Möchtest du sie an die Stelle dessen setzen, was unerschütterlich ist, also die unerschütterliche Wertschätzung seines Sohnes? Gott hat gesagt, du bist der Heilige Sohn Gottes selbst, in dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Das heißt also, das letzte Urteil Gottes über dich ist ergangen. Es ist das erste und das letzte Urteil. Es wurde bei der Schöpfung und es wird dann ewig über dich herrschen, dieses Urteil. Das heißt also, deine Freude als Sohn Gottes, die natürliche angestammte Freude des Sohnes Gottes, dehnt sich ganz normal auf natürliche Weise durch dich aus. Nichts kann Gottes Überzeugung von der vollkommenen Reinheit all dessen erschüttern. Gehen wir erstmal bis hierhin. Also hier spricht der Heilige Geist davon, dass die vollkommene Reinheit in dir ist oder sogar du die vollkommene Reinheit
selbst bist. Du bist vollkommener, reiner Geist. Da ist kein Fetzen Dunkelheit oder sowas dran, sondern nur Reinheit, vollkommene Reinheit. Also nochmal diesen ersten Halbsatz. Nichts kann Gottes Überzeugung von der vollkommenen Reinheit all dessen erschüttern, was er erschaffen hat. Und es ist gänzlich rein. Ja, also Gott hat dich erschaffen, dich als den Sohn Gottes, und du bist gänzlich rein. Fühle dich in dieser Reinheit ein, fühle dich da ein, lass dieses Urteil über dich angenommen sein, was Gott über dich ergehen lässt, dieses letzte Urteil. Entscheide dich nicht dagegen, denn da es von ihm kommt, muss es wahr sein. Also hier kannst du nur über den Weg des Vertrauens unter der Führung des Heiligen Geistes genau zu diesem Gefühl in dir hingebracht werden. Dieses Gefühl in dir, das bist du selbst, und das wird ausgedehnt. Es wird dann, also es führt dann dazu, dass du nicht mehr projizierst, sondern dass du in genau diesem heiligen Augenblick dich selbst ausdehnen lässt, dass diese Ausdehnung deiner selbst stattfindet, deine Reinheit. Und jetzt kommt das Wort Frieden, also das erzeugt auch den tiefen Frieden Gottes in dir. Frieden weilt in jedem Geist, der still den Plan annimmt. Hier nochmal, der Plan ist der Heilsplan Gottes, die Sühne, den Gott für seine Sühne aufgestellt hat. Ja, also er hat den Plan aufgestellt, er ist die Sühne. Ja, hier steht jetzt für seine Sühne, den Plan für seine Sühne aufgestellt hat. Aber es könnte auch genauso heißen, für seine Söhne aufgestellt hat. Ja, vielleicht ist es hier verwechselt worden, aber er hat den Plan für den Sohn Gottes, der als eins geheilt in der Dreieinigkeit, Vater, Heiliger Geist, Sohn, aufgestellt. Und der seinen eigenen aufgibt. Also du, der du der Sohn Gottes bist, dich aber als eine Traumfigur wähnst, lernst deinen eigenen Plan aufzugeben. Das ist also nicht mehr zu versuchen, dein Leben als die Traumfigur zu schützen und zu retten. Das musst du aufgeben und du musst den Plan, den der Heilige Geist für dich gemacht hat, den Gott für dich gemacht hat, lernen, voll und ganz, ohne Einschränkung anzunehmen. Das bedeutet eine Art von geistiger Hingabe. Ja, also dich öffnen, hingeben und innerlich loslassen. Das ist ein geistiger Prozess, ein gefühlsmäßiger Prozess, der in dir stattfindet. Triff keine Entscheidungen darüber, was sie ist oder wo sie liegt. Und hier lernen wir wieder an dieser Stelle, keine Entscheidungen selber zu treffen, genau wie es ja immer wieder in der Aufgabe für den Tag heißt, heute will ich keine Entscheidungen selber treffen. Also nicht versuchen, mit dem Ego eine Entscheidung darüber zu treffen, wo die Erlösung liegt oder wie sie stattfinden soll, sondern dem Heiligen Geist überlassen, den Erlösungsweg mit dir zu gehen, also dich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Sondern frage den Heiligen Geist alles.
Ja, und das kann jetzt hier auch wieder ein bisschen verwirrend erscheinen, weil wenn du jetzt den Heiligen Geist viele Fragen stellst bezüglich der Dinge der Welt, dann kann es sein, dass du keine Antwort bekommst, weil du die Antwort schon erhalten hast. Die Antwort ist, du selbst bist alles. Und überlasse alle Entscheidungen seinem sanften Rat. Trotzdem lassen wir uns im Geist führen und das empfinden wir wie ein Rat. Also so, als wären wir sogar in der Welt, in diesem Traum geführt. Wir erkennen immer wieder, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort ist und nehmen dann diesen Satz: Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin hier, um ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. Und so weiter. Du kennst diesen Satz. Wir haben das ja schon durchgenommen. Ist ganz am Anfang vom Kurs. Da stolperst du drüber, wenn du in den ersten Seiten etwas kursiv geschrieben. Wir schreiben das aber auch in die Aufgabe des Tages noch rein, wo dieser Satz steht, den du nochmal für dich auswendig lernen kannst. Okay, dann war's das. Wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Wir verbinden uns noch einige Sekunden im Geist, lassen den Satz ein bisschen im Geist sinken. Und dann war's das. Ich wünsche dir einen schönen Tag für heute. Ciao.